Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier auf dem Kanal Erklärungsnot bei Bright Memory Infinite. Dem Nachfolger oder der Fortsetzung vom ersten Teil Bright Memory, den wir auch auf diesem Kanal erst zuletzt gespielt haben. Da gab es ein Angebot bei Steam, dass wenn ihr den ersten Teil kauft, ihr den zweiten Teil dazu bekommt, sobald er raus ist. Jetzt am 11.11. war es soweit. Und ja, ich freue mich natürlich drauf, dieses Spiel jetzt spielen zu können und einfach mal reinzugucken, was ich denn da getan hat. Der erste Teil ist ja auch jetzt schon wieder ein Stück her. Und wir gucken uns erstmal so um. Wir haben verschiedene Skins. Ich tue mal die Maus so ein bisschen an den Kartenrand hier. Hat man ja beim ersten Teil auch. Da waren sie auch freizuschalten. Also ein bisschen Schuluniform. Kätzchen. Fanservice. Bikini. Boah, warum nicht? Gibt es wahrscheinlich auch den einen oder anderen, denen das gefällt. Ich weiß nicht, ob die... wird nach dem Kauf des entsprechenden DLCs freigeschaltet. Alles klar, okay. Wir werden aber sicherlich mit SRO Shelia spielen. Dann haben wir Waffenskins. Nein, ich möchte... Nein. So. Nein, jetzt geh doch mal hin hier. Okay. Ja. Ein paar Waffenskins gibt's. Sind aber anscheinend... Okay, die sind bei allen Waffen gleich. Das ist japanisch, das sieht ganz geil aus. Hat man vielleicht auch schon mal einen Überblick über die Waffen, die es im Spiel gibt. Schwert. Oh, oder ein Stab. Oh, sieht ganz nice aus, auf jeden Fall. Aber wir können eh nur das nehmen, was uns standardmäßig gegeben ist. Wir spielen entspannt, machen ein neues Spiel. Wir werden ein neues Spiel starten. Ich habe kurz mal reingeguckt wegen Sound. Zumindest nur die ersten, ich glaube, 2-3 Minuten. Ich weiß auch nicht, ob das Spiel genauso wie das erste oder der Vorgänger nur eine Stunde geht. Also ich glaube, der ging ja so nur dreiviertel Stunde, eine Stunde. Und ob das jetzt auch wieder so in dieser Länge ist oder ob das jetzt ein kompletteres Spiel ist, ein längeres Spiel. Ich weiß es nicht. Ich wollte mich auch nicht spoilern. Ich wollte mir vorher nichts angucken, um halt wirklich das Spiel so zu erleben und das auch dann... nicht voreingenommen oder so ranzugehen. Aber Bock habe ich auf jeden Fall drauf. Der erste Teil, der war ja mega geil. Den habe ich ja zuerst gespielt. Das war, glaube ich, wie gesagt, ich glaube, fast eine Dreiviertelstunde oder so. Dann war das schon vorbei, aber diese Dreiviertelstunde war auch relativ intensiv. Also man hatte da nicht das Gefühl, dass es langweilig wird. Und da ruft schon die SAO wieder an. Wir sind zu Silvesterabend anscheinend. Neue Jahr begrüßen, ja. Hello, Director Chen. What's the matter? Shelia, sorry to disturb you while you're off. It's an urgent mission from HQ. Each team member has been assigned a survey mission. Begin your investigation as soon as you receive your assigned location. Welcher Einsatzort? Wo? Okay. What's the current situation? Just as the news says, our satellites observe some abnormal weather. 27. Januar 2036. Understood. Könnte so ein bisschen Klima-Anspielung sein auch. Hier vielleicht ein bisschen in den Spiel mit integriert. Weiß es nicht. Na, schauen wir mal, Shelia. Dann knall doch mal dein... Ich weiß nicht, so ein bisschen erinnert es mich an Samus Aran's Suit. Ah, überhaupt nicht, aber so... Zum Beispiel Zero's Suit Samus. Oder? Vielleicht so in der Richtung. Und dann geht's ab. Katana auf dem Rücken, Knorren dabei. Los geht's, jetzt kann uns nichts mehr passieren. Hoffen wir zumindest. Aber meistens war es ganz anders. Auch der erste Teil war auch in einem niedrigen Schwierigkeitsgrad schon relativ fordernd. Also so kann man es nicht sagen. Man hatte da schon ordentlich zu tun. Und ich denke, hier wird es nicht anders sein. Auch wenn es hier verschiedene Schwierigkeitsgrade gleich gab, aber... um Leben und Tod. Experimental Luftstützpunkt. General Lin? Es scheint in einem Jet zu stecken. Okay. Dann wird es wahrscheinlich gleich schnell. Wir werden in 10 Sekunden den gekennzeichneten Luftraum eintreten. Okay. Aktiviere den Warp-Antrieb. Okay. Wir machen es. Wir aktivieren Warp-Antrieb. Oha. Aber auch wirklich fix. Das Warp nicht gelogen.
Eieieiei. Ach, ist das geil. We've arrived in the target airspace. The sky is full of thick clouds and we've got strong winds and lightning. Everything is fine for the moment. No issues. Begin preparations for descent. RB. Mach mal. Wir gehen runter. Alter, puh. Heieiei! Gleich noch Quicktime-Events. Der Körper. Eieiei, Schleudersitz! Alter, geht's aber auch gleich volle Bulle los. Alter, sieht das cool aus. Ach, geil. Das ist einfach schön. Bright Memory. Infinite. Von, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. FJ Studio. Nee, F. FJQD. Okay. FJQD Studio. Bin gespannt. Ich bin richtig hyped. Veränderungen. Bezirk Lijui. Duxio-Fluss. Lijui? Duxio? Okay. Ah, schöne schwarze. Das schöne Schwert. Das ist so geil. Das war schon im ersten Teil absolut Weltklasse. Ich fand es übelst geil. Dass uns da keiner sieht. Haben wir aber Glück. Ja. Geht's aber gleich wieder los. Ja. Oha, geht's gleich wieder volle Pulle. So, Steuerung ist gleich. Mit B sprinten wir. Oh, in Richtung. Alter, cool. Ach, geil. Okay, blocken. Okay. Sehr geil. Oh Leute, ich bin hyped. Es wird geil. Shelia, any anomalies with the black hole? Swallowed up a whole mountain. But apart from the rain, there's nothing unusual over here. The theory of relativity. Ach, mal reinkommen in die Schoße hier. Wie war das jetzt gleich? Das muss man aber auch schon ein bisschen abtimen. Okay, kriegen wir irgendwie hin. Kriegen wir hin, Leute, kriegen wir hin. Ui, ui. Wie geil war denn das? Okay, wir können auch Projektile abhalten damit. Sehr geil. Ach du Schiddli-Diddli. Wo ist der andere Freak? So. Was nun? Nix da. Alter, ist das krass wieder. Boah. Alter Schwede, wir haben wieder. Du, ha. Okay, nimm da auch eine Granate. Ja, ich sag ja, also der. Der. Die, oder die Teile. Oder auch der vorhergehende Teil. War jetzt nicht gerade einfach. Nicht gerade einfach, aber muss es ja auch nicht.
Kann ich hier drüber? Oh, Alter! Ab durchs Gemüse! Nichts da! Der schmeißt dort Granaten, die Drecksau! Dreckigen! Weg! Haben wir eigentlich noch eine andere Waffe außer die MP? Nee, okay. Erstmal nicht anscheinend. Soll mich in Ruhe lassen. Was haben wir denn da für einen Kollege? Was? Weiße Leiste über die Gegner Lebenszeit ist deren Rüstung vorhanden ist, kann Gegner keinen effektiven Schaden gefügt werden. Halten Sie während eines gegnerischen Angriffs um den. Okay. Oh, Finisher! Haha, sehr geil! Wo ist das für dich? Ja. Was? So, ich habe von hinten den gar nicht gesehen, den Kollegen. Dann hoch, mein Freund. Tschüssi. der Gameplay-Style ist einfach so geil. Und natürlich auch die Umgebung, ne? Dieses japanische. Waffenmunition kann an den unterschiedlichsten Orten gefunden werden. Manchmal werden sie auch Spezialmunition finden. Drücken sie, um Feuermodus zu wechseln. Okay. Aha. Okay. Dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier noch? Hm. Ja. Kennt mich mal, ich bleib einfach oben. Ist vielleicht panzerbrechende Munition. Auf alle Fälle Strafe. Headshot. Komm ran, mein Freund. Und hoch mit dir. Ciao, Boy. So. Durchgeschmetzelt. Das sieht aber auch so cool aus. Könnte bei dir natürlich. Oha. Das bei die mehr bewirkt? Naja, gut, anscheinend nicht. Na komm her. Und ab mit dir! Ciao, Boy. Kopf ab. Okay, hier soll es nicht weitergehen. Uiuiui. Ciao. So, dort hoch sollen wir, okay. Wo geht's lang, Alter? Das ist genau mein Stil, auch vom optischen her, dieses japanische, ist halt genau mein Ding, chinesisch-japanische. Zerstören Sie bestimmte Kisten, um Reliquien zu erhalten. Sammeln Sie 10 Reliquien, um Reliquiar herzustellen. Mit Hilfe von Reliquien können Sie Ihren Exo-Arm, Lichtschwert und Waffenfähigkeiten verbessern. Also die Fertigkeiten, die es auch im ersten Teil schon gab. Gucken wir mal rein. Naja, EMP. Den haben wir eigentlich auch schon. Wir haben eine Reliquie. Lichtschwert. Das war dieses, das fand ich übelst geil. Ja, diese Lichtlinge. Gigantische Windlinge ist natürlich auch mega geil. Blitzhieb.
Oh, das sieht auch geil aus. Zielsuchgeschosse, Schrapnell, Brand. Haftgranate ist auch nicht schlecht. Elektroschlag. Feinschlag. Raketenschlag. Der alter Schwede. What the fuck? Abbeben. Eieieiei. Okay. Wir können aber nichts machen. Aber anscheinend habe ich ja schon welche, wenn ich... Ah ja. Okay. Was? Nähern Sie sich der linken Wand und drücken Sie an der Wand entlang zu gehen. Ah, so Mirror's Edge Style. Geil. Oh, passt. Ach so, okay. Ich dachte, es ist zum Umkippen. Ah, mit dem Zeug. Ich brauche Fähigkeitspunkte. Okay. Da wird es wahrscheinlich... Heilige! Oh, ganz ruhig, meine lieben Freunde. Huh? Gut. Fliehen Sie durch das Fenster. Okay. Dann ab ins Fenster. Und raus. Ah, das schwarze Loch. Director Chen, an airliner engulfed in flames just passed overhead. According to the satellite data. Das sieht doch einfach nur schön aus, leider, oder? Das ist einfach schön. Genau mein Ding. Well, your power unit contains a particle wire ejection system. Give me a minute while I remotely unlock it. Wo folgen? Was? So, okay, alles klar, okay. Okay. Boah, über diese Dächer hier, das ist cool. Das ist einfach so cool. Alter, ich dachte vielleicht im Sprung, Leute. Aber darf ich nicht. Ja gut, okay. Machen wir es halt einfacher. Ich wollte es ein bisschen stylisch machen. Darf ich nicht. Dann ist das halt so. Ciao, Boy. Shelia, there are several enemy ships closing. What can I do? The ship's armor. You should be able to take them. Tschüssi. Schön. Hau ab, du Scheißboot. Mensch. Okay, das Festsetzen von dem Zielen ist aber nicht so schön. Das gefällt mir nicht. Das ist, dass ich immer wieder drücken muss. Das ist nicht so schön. Aus dem Visier raus. Man gewöhnt man sich auch dran, aber schön ist es nicht. Das ist besser so eigentlich. Geht drauf. Tschüssi. Rein in die Bude. Once you've landed, you should be able to see General Lin's Vanguard. War das nicht schon seine Vorhut? Okay, haben wir noch ein bisschen Munition. Hallo?
Oha. Schrotflinter. Okay, so ist Waffe wechseln. Oh ja. So eine Art Striker wie Resident Evil. Spezialmunition ist voll. Oh ne, doch nicht. Hat jetzt auch Spezialmunition. Sehr geil. Fähigkeitspunkt. Aber wo habe ich denn eine ausgegeben? Ich müsste doch jetzt zwei haben eigentlich. Hm. Na gut, gucken wir mal. Director Chen, there are just too many hostiles. No problem. Wake will back you up. Huh? Wake signal flare? Yeah, they'll be focusing on the signal flare. Now is your chance. Roger, I'll take care of this now. Sehr gut. Oder doch nicht. Und ab ins antike Sparta? Griechenland? Keine Ahnung. Auch das gab es im ersten Teil, solche, sagen wir mal, Koloss-Typen. Keine Ahnung. Ja, ja, ja. Ja. So. Schluss mit lustig, ihr was? Rittertypis. Heia! Ran mit die Punkte. Das ist einfach so stylisch alles. Noch deutlich smoother geht's einfach von der Hand wie der erste Teil. Deutlich. Shelia, spawn. Director Chen, this is Shelia. What happened? I ended up in this strange space and was attacked by some kind of ancient soldiers. Are you okay? Yes. What happened to the hostiles? Es wird gar nicht hinterfragt. Es ist einfach. Ich wurde halt angegriffen von irgendwelchen verrückten antiken trojanischen Kollegen. Und dann wird halt gesagt, bist du in Ordnung? Okay. Scheiße. Okay. Wir machen aber, weil ich das Lichtschwert so geil finde, machen wir die Windklinge. Weil für mich persönlich eine der coolsten Waffen in dem Spiel. Dieses Geballer, das finde ich so geil. Dieser Windschnitt. Das ist total mein Ding. Was haben wir denn hier? Bringen Sie das Regular an sich. Aha. Aha. Sehr gut. Neue Fähigkeiten freischalten. Wir können wieder was machen. Das könnte man natürlich verstärken. Wir könnten den Himmelshieb machen oder... Wir machen die Wirbelklinge. Schalten Sie die Basis fertig. Achso, da brauche ich drei. Okay, dann würde ich sagen, dann sparen wir die sogar. Wir haben ja erstmal den Windschnitt und nehmen mit dem nächsten dann den aufgeladenen großen Windschnitt. Der gefällt mir auf alle Fälle. Ich mag dieses Samurai-Schwert halt als Waffe auch. Ich spiele damit sehr, sehr gern. Ich denke, da kommen wir erstmal ein Stück hin. Ach du Heilige. Ah, fuck off. Ah, okay.
Alles Mirror's Edge-Style jetzt. Das ist so stylisch einfach. Nur ist einfach nur geil stylisch. Das ist so cool. Heieiei. Da habe ich aber gerade so noch reagiert. Oh, da komme ich doch so nicht rüber, oder? Ach so, okay. Wurfhaken. Okay, Typ mit Speer, Elektrospeer. Na, gucken wir mal. X. Sehr gut. Ach, die Mucke. Was willst du denn, mein Freund, ha? Das ist einfach zu gut. Nein! Tschüssi. Alter, what? Er hat sich im Bambus versteckt. Der Hund. Tschüssi. So, immer mal bitte. Klar kommt. Stellenweise ist echt schon, man kann schon sehr viel kombinieren, aber man muss auch wissen, wie man es macht. Das ist so cool. So, ich habe glaube ich aber, okay, ich habe 2 Punkte. Brauchen wir noch eins und klein, dann könnten wir den großen Windschnitt machen. Gnadenstoß. Das war's für dich, Freund. Geh schlafen. Munition. Oh, ein Jadepunkt. Da können wir auch jetzt auf jeden Fall den großen, gigantische Windklinge machen. Beim Rennen Y drücken und dann loslassen. Erneut danach erneut drücken, drücken und dann loslassen. Oh Gott. Zeugt eine gewaltige Druckwelle, die Gegner bei Kontakt schon. Ach so, okay, okay. Erstmal und dann hier geht es dann weiter. Ah, ja, 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 alles klar. Nehmen wir mal die Spezialmunition, ne? Ah, ja, ja, ja. Ja, warte. Jawohl. Boah. Auch ganz geil. Tschüssi. Shelia, a strong electromagnetic pulse wave is expected to hit in several minutes. Be ready for it. Be ready. Ich bin ready. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen, ob ich ready bin. Ach, unsere trionischen Kollegen. Sehr schön. Uah. Kommst du jetzt hier wieder her? Ja, krieg einen Schnitt, mein Freund. Nützt du deine Rüstung auch nichts? Hehehehe!
Bam, Junge. Oh ja. Ich dachte, er schlägt mal zu, aber er will nicht. Dann halt nicht. Shelia, how's the situation? Everything okay? Alles subi. No problems here. Where's the next target? Oh, ihr könnt ja maximale Emotionskapazität erreicht, okay. Oh, dann müssen wir mal hier ein bisschen beballern mit der Spezialmunition. Das ist so schön, Leute. Ich find's so geil. Es ist einfach genau mein Ding. Auch vom Stil her, also diese Mischung aus Knorren und Katana ist halt, ja, perfekt. Oh, kommt denn jetzt der Kollege? Oh Gott, der erste Bossfight. Nein, die waren auch immer ganz schön hart. Ach du Scheiße. So, schauen wir mal. Tian Kaiser! Das kriegst du auch schon mal ein EMP, mein Freund. Das war's, Junge, gleich mit dir. Was willst du tun? Ja, das ist schön. Komm schon. Hä? Habe ich keine Munition mehr? Ach, okay. Don't bother guarding. Time's up, that's all. Denkst du? Hab ich nicht das Gefühl. Shelia, there's a hurricane closing in. Evacuate the area. Yeah. Sehr geil. Ah, schön. Neue Punkte, neue Fähigkeiten. So, was haben wir? 3 Stück. Lichtschwert. Die gigantische Windling. Die will ich sehen. Okay, dann noch erneut. Das ist schon geil. Okay. Probieren wir natürlich aus. Ach komm schon! Es war so cool gemacht, da drüber zu springen mit dem Greifarm. Hätte schon mal funktionieren können, oder?
Na gut, okay. Machen wir es halt nicht. Wieder Quicktime? Nee. Alter, ein übelst langer Bohrfaken. Ist ja fast eher ein Beam als ein Bohrfaken. Boah, das heißt, einen Schluck trinken, Leute. Und auf sich wirken lassen. Abgefahrene Kombos, ja, das stimmt. Umzingelt, Bezirk Xi'an, antike Stadt Xiping. Wiederkommen aus dem Wasser. Shelley, according to the sensors, the black hole is generating a stream of unstable pulse waves. You won't be able to use your exo unit or weapons. What do I do? Look around for something to protect yourself with. Okay, ich kann gar nichts nutzen. Toll. Ei, ei, ei. Messer. Boah, ein Hackbeil. Ist jetzt nicht mein Ding. Aber, na gut, nehmen wir es halt erstmal. Wenn wir nichts anderes haben. Alter. Da komme ich ja fast ja vor wie hier Dead by Daylight oder sowas. Ach du Heilige. Ja, ist ja schön. Das ist ja super duper. Ach, lecken. Kann ich die ja von vorn trotzdem erwischen? Okay. Okay, also, ich muss es schon von hinten erwischen. Ich hätte gedacht, vielleicht kann ich es auch trotzdem von vorn angreifen, aber das ist nicht. Dann heißt es schleichen, meine lieben Freunde. Na gut, dann machen wir halt einen auf Splinter Cell. Sam Fisher. Hilft ja nichts. Dann machen wir das halt so. The satellites have confirmed several hostiles nearby. Hide yourself in the rain and take them out. Remember, if you get spotted, it's all over. Seriously tired. I just want to go home. Okay. Don't move. Ah, fuck off. Okay, also der hat mich trotzdem gesehen. Also ich muss... Okay. Okay, das könnte etwas kniffliger werden. Vor allen Dingen, wenn dieser Bereich dann mit diesem Schleichen weit geht. Was natürlich auch der komplette Gegensatz zu dem normalen Gameplayer ist. Ne? Das muss man natürlich auch sagen. Na gut. Den kann ich so nicht erwischen. Remember, if you get spotted, it's all over. Na gut. Der rennt jetzt dort rum. Der hat mich gesehen. Naja gut. Es geht aber. Geht der? Okay. Den hätten wir. Wo ist der zweite jetzt hin? Ich sehe ihn nicht. Super. Den haben wir auch. Kommt anscheinend der nächste. Okay.
Hier ist auf alle Fälle einer. In der Ecke. Aber wo? A patrolling enemy vehicle is closing in. Hide in the shadows. Mach mal. Don't get lit up. The enemy vehicle is gone. Keep moving. Folgen Sie dem Fluss. Von wo? Ach da. Okay. Könnte ich schaffen? Trauer. Okay, war zu nix. Warten wir mal. Großes Sichtfeld. Okay, aber das sieht er nicht. Mal warten mal, bis er sich dreht. Und dann schlagen wir eiskalt zu. Okay, das sind zwei. Na dann. Geh mal ins Bett. Kollege. Und was macht der? Da haben wir Dornstein. Er wird sich bestimmt nochmal umdrehen. Schätzungsweise. Oder nicht? Ach komm. Und zack, Kikowski, mein Freund. So. Wo ist dein Kollege, der sich schlafen wollen, legen wollte? Ich würde ihn gern mal aufwecken. Der steht ja fast perfekt. Sehr gut. Shelia, go out through that field ahead of you. Über den Acker. Das Maisfeld. Oh, 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 oh. Ja, na klar. Wie könnte es denn anders sein? Oh, das sind drei. Oh Gott. So sleepy. Seriously, how long do I have to wait? I just want to go home. Okay, das ist aber schon ein bisschen, dass man uns hier drin nicht sieht. Naja, gut. Machen wir uns mit darüber keine Gedanken. So, der Typ läuft runter. Der steht dort. Jetzt läuft der hoch. Der steht da. Jetzt läuft der hoch. So. Und jetzt noch den Kollegen. Ciao, mein Freund. So. Und schon hätten wir das. So, dann schauen wir mal weiter, ob wir noch mehr solche
Kollegen rumrennen. Enemy vehicle closing in. Hide in the shadows of the rocks to your right. Stay completely hidden. Don't let them spot you. Okay, wie könnte ich, sollte okay. ich... Keep moving. Okay, ich hätte wahrscheinlich ganz schnell dort drüber gehen müssen. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Dann machen wir das halt so. Ich denke mal, ich hätte rüber rennen können vielleicht. In dem Augenblick. Enemy vehicle closing in. Hide in the shadows of the rocks to your right. Ja. Stay completely hidden. Don't let them spot you. Okay, keep moving. Da ist einer. Aber nur einer, hm? Kann das wirklich nur einer sein? Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist bestimmt noch irgendwo einer versteckt, ja. Ja, mal sehen. So, das nehmen wir natürlich an uns. Na ja, gut, es ist halt hier überall. In jeder Ecke kann irgend so ein Typ stehen, den ich vielleicht in dem Augenblick nicht sehe und renne wirklich in die Fresse. So, wir haben auf alle Fälle ein bisschen was freizuschalten, wenn möglich. Blitzhieb. Ah, ich würde es... Da brauche ich 4. Okay. Ah, ich würde auf alle Fälle alles, was die Klinge betrifft, würde ich schon sehr gerne machen. Dort rüber sollen wir. Okay. Drei Leute. Das könnte schon scheiße werden. Dreh dich um. Das war knapp. Erstmal ein bisschen runterkommen lassen, die Alarmbereitschaft wieder. Okay, die links ignoriere ich einfach mal, weil das drei Typen waren. Fuck off, ey. Okay. Okay, die gucken aber alle beide in die Richtung und drehen sich alle beide auch zeitgleich um. Na gut. Man könnte... Na, mal schauen. Shelly, several hostiles confirmed on the second floor. Don't get spotted. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Der Typ muss sich umdrehen dort. Dreh dich um. Gut.
Können wir dich wegnetzen? So. Wie mache ich das jetzt? Scheiße. Aber warum war ich überhaupt im Rennen? Ich bin doch eigentlich gar nicht aufgestanden. Nochmal probieren. Ich bin irgendwie jetzt automatisch, glaube ich, aufgestanden, obwohl ich das gar nicht gedrückt habe. Oder war ich so laut? Ich weiß es nicht. Nochmal testen. Aber ich denke, so geht's. Wir müssen den mittleren ausschalten. Und dann warten, dass der Typ da sich umdreht und weggeht. So, jetzt den. So, und jetzt gehen wir nochmal zurück. Ich weiß halt nicht, wie ich den... Die kommen gleichzeitig. Die kommen beide gleichzeitig. Da geht's nicht rum. Mach aber hin. Zurück. Ich hoffe halt, dass Alarmbereitschaft an der T ist, dass da den Typen sieht und sagt, ah, alles klar. Okay. Gut, okay. Boah. Hatte ich ja nicht gerade so ein grünes Ding gesehen wieder? Naja, okay. Dann gucken wir mal. Liegt hier irgendwas? Nee, auch nicht. Versteckt vielleicht. Okay, hier können wir ein bisschen was zerstören. Könnten ein paar Punkte vielleicht drin sein. Ja. Sehr gut. Neue Fähigkeit freischalten. Und da machen wir natürlich die Druckwelle. Weil, ja, ich möchte auf alle Fälle alles mit dem Schwert haben. The next pulse wave is coming. Brace yourself. Roger. Ist jetzt durch die Frage. Habe ich jetzt trotzdem auch nur das Hackebeil, weil dann wird's natürlich Mist. Ah, ne. Okay. Are you okay? I'm fine. My exit unit is coming properly. Ich will doch. Nein. Okay, ist ein bisschen schwer zu steuern, aber ansonsten geht's. Aber das liegt ja eher an mir. Jetzt! Das ist so geil. Uhu. Das ist genau mein Spielstil. Das ist der Hammer, Leute. Das ist so cool. Kriegst du eine, mein Freund. Und zapp. So geil. Schöner Schnitter. Das ist so geil mit der Klinge. Das ist einfach der Hammer. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Aha, ich habe da oben was gesehen.
Jetzt ist wirklich Myra's Edge-Style, aber vom Feinsten an die Wand lang hochrennen. Okay, hier haben wir was zum Einsammeln. Munition. Hoch. Oh. Neue Waffe. Ein Ort. Ich weiß nicht, was soll es sein? MP, eine kleine Salvenpistole. Na gut, was kommt jetzt, meine lieben Freunde? Ach. Unser King. Ist es unser King-Freund? Oh, ich häng fest. Ich häng fest. Ich häng fest. Nicht gut. Nicht gut. Alter! Ich komm nicht weg. Ich komm nicht weg. Okay. Pistole. Na gut, gegen den Gegner vielleicht jetzt nicht unbedingt von Vorteil. Lauf, 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 lauf. Hei, hei, hei. Das ist auch ganz schlecht. Jetzt lohnt sich's mal. Komm schon. Sabalot, mein Freund. Alter, ist das eine Magnum hier? Alter Schwede. Die Waffen sind schon übel. Okay. Was nun? Wenn du denkst. Aha, was sind wir denn da? Nichts mit Grenade. Weg mit dir! Munition. Shoot me? Soll ich? Schau. Er hat gesagt, shoot me. Ich kann es näher noch. Von hinten? Wie die von hinten?
Schön. Schön, 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 schön. Wir können hier noch Gassenkampf, ja? According to satellite data, Paul is right. Get in there. Wo soll ich get in? Punkt dran. Gucken wir mal. Vierer. Dann würde ich sagen. Hm, 20% erhöht, okay. Ich würde die Windklinge erhöhen. Vielleicht sogar komplett machen. Und die Wirbelklinge. Ah, ist einfach. Ist einfach zu cool. Ich liebe diese Klinge. You've still got company. Watch out for recon jets up above. Roger. Geh weg, Drohnentyp. Munition. So, jetzt muss ich das nochmal probieren. Jetzt kann ich das Ding ja um die Ecke schmeißen sogar. Das ist so geil. Das ist der Hammer. So, Wandlauf. Munition. Geil. Wir machen alles butt. Alles. Kurz mal irgendwas aufnehmen. Noch was? Ja, mit dem Ding. Go through the restaurant 200 meters ahead and you'll find a river. Cross that river and the road will lead to the target. Aha! Da ist die Snipper. Oh. Da ist die Snipper. Naja, geil. Ach, Scheiße. Schön. Okay. Mit dem Zielen, das ist echt, als dass du nochmal umschalten musst, das ist so ungewohnt. Aber okay, wenn man kann sich dran gewöhnen, aber es ist halt absolut komisch einfach. Tschüss. Und bitteschön. Nix. Weg. Weg mit euch, ihr Gesocks. Hm? Von wo? Das gibt's doch gar nicht. Bitteschön. Nix da. Das ist so geil, das Schwert. Das ist einfach der Hammer. Ciao. Meine Güte. Kann man zweimal daneben schießen? Also ich ja. So. Punkte, Punkte. Hä? Jetzt. Okay. Zielsuchgeschosse. Schrapnell. Haftgranaten. Brandgeschosse. Ich kann ja mal Zielsuchgeschosse machen. Machen wir gleich voll.
gleich dann ausprobieren, die. Okay. Ah, schon ganz schönes Waffenarsenal. Was willst denn du jetzt von mir? Heia. Hui! Sehr geil. Okay. Okay. Die Mucke, Alter. Es ist der Hammer. Ich hab doch. Nein! Boah, das geht aber auch scharf, ey. Ich weiß nicht, wohin? Laufen Sie in das Haus zu Ihrer Richtung. Ah, verflixte Maledeit. Zu spät gelesen. Ah, so ein Mist, Leute. Nehmen wir mal eine andere Waffe. Sehr schön. Shelia, the satellites can't confirm your coordinates. Where are you? Okay. Ich bin irgendwo. Just past the reed field is Fengju Bridge. Head somewhere from which you can check it out. Ja, los. Gleiches Brumft. Verpisst euch. Ein Bett im Maisfeld. Ist aber Schluss hier.
weg. So. Durchs Fenster. Munition. Götze. Noch mehr Munition. Was haben wir denn hier? Vierer. Ich will nachladen. Ja, gut. 40, 15. Okay. Dann schauen wir mal. Was passiert jetzt? Wieder ein Sturm? Ach, na. Nicht wieder so ein Typ. Ach, der antike Soldat, der kann mich auch langsam mal am Pups lecken. Komm schon. Ich will. Ja, genau das will ich machen. Ran mit dir, mein Freund! Hau ab. Hehe. Nur? Was nun? Windschnitter! Nochmal! Dann komm ruhig rein. Ja. Gönn dir ruhig, ich hab genug. Auch du kriegst, mein Freund. So. Oh, die Mucke. Be careful. Wir probieren's. Mal schauen, was er jetzt auch noch aufwarten für uns. Ach, kommt noch auf. Was kommt jetzt? Ein Antiger. Was sollte. Okay, irgendein chinesisch-japanische Gottheit, vielleicht sowas? Vom Style? Kolossaler König. Naja, warum nicht? Ja, na klar. Hui, hui, hui. Kann man mal machen. Man kann es aber auch lassen. Nein! Warum kann ich nicht schießen? Na, jetzt wieder. Hm.
Ist jetzt nicht unbedingt das Schönste. Alter, jetzt hau doch mal ab, ey. Dreckigen! No? Ah, das ist dann doch ein bisschen viel. Muss nicht sein. Nee. Nö. Ah, gleich, mein Freund. Gleich ist es soweit. Was nun? Stufe 2. Sehr schön. Das hat ein bisschen was von Dead by Daylight Halloween Event. Ach, komm schon. Boah, nee. Das lassen wir mal. Naja. Typen brauchen wir natürlich jetzt noch, das ist ja ganz klar. Das gehört ja doch dazu hier. Nix da. Gehen lieber mal auf Nummer sicher hier. Nicht, dass wir den ganzen Kampf nochmal machen müssen. Nee. Naja, es waren ja aus dem Blick immer mehr. Lohn muss sich ja auch lohnen, ne? Naja, sonst langweilig. Ja. Nee, das machen wir. Lassen wir mal. Und Windschnitt! Mal durch, bitte. Durch. Bitte gehen Sie. Lassen Sie mich in Ruhe. Danke. Ja, so einfach kann es sein, mein Freund. Eieieiei. Hau doch mal ab, ihr Bogen, Bibos.
Jetzt ist aber Schluss. Und Wegschnitt. Die Waffe ist so geil. Boah, haben wir aber übel gefinisht. Shelia, we have no time. I'm having Wake bring you an assault vehicle. Get to the coordinates I've sent and secure it. Okay. Realen Landschaften, der chinesischen, das war zu schnell weg, aber okay, also es ist an realen Landschaften angelehnt. Das ist natürlich sehr cool, aus dem chinesischen im Übrigen, habe ich gerade gelesen. Schattengespenster. Die SAI Schattenarmee. Also ordentlich Begängnis. Kennen wir den nicht aus dem ersten Teil? Ist das der Typ? Nee, das ist er nicht. Nee, das ist er nicht. Das sah anders aus. Fatal Error. Was denn da los? Ein fataler Error, Leute. Das ist ja mal was. Da gehen wir natürlich wieder rein. Mitten in der Aufnahme, ey. Fataler Error. So was ist ja eine Frechheit. Junge. Okay, vielleicht war das Spiel auch schon. Weil von der Zeit her könnte es hinkommen. Wie es damals war. Wir gucken mal. Also. Wir setzen fort. Und gucken mal, warum da das Spiel hing, abgestürzt ist, was auch immer. Okay. Nochmal. Wir probieren es noch einmal, meine lieben Freunde, in dieser Aufnahme. Weiß ich natürlich nicht, an was das jetzt liegt. Wie gesagt, ich habe mich online nicht belesen. Also es kann auch sein, dass es zum Beispiel irgendwelche Bugs gibt, von denen ich halt nichts weiß, weil ich es halt nicht gelesen habe. Na, also das ist alles möglich. Alles möglich. Um Horus Breite. Wir gucken mal. Wir setzen nochmal fort, probieren's. Wenn es nicht funktioniert, Leute, dann hängt das an irgendwas halt wahrscheinlich. Ah, jetzt doch. Ich weiß nicht, was es war, Leute. Tut mir leid. It worked out somehow. I'll drop the vehicle in the empty lot up ahead. Contact me if anything comes up. Ich hab mein Schwert, ist alles okay. Wait, are you okay? The vehicle's been delivered. Keep going and you should find it. But the
Alter, da war entweder Granaten, war das ein Granatenschuss oder war das ein Sniper-Schuss? Also auf alle Fälle hat es ordentlich Bums hier gemacht. Okay, hoffen wir mal, dass es jetzt beim Laden nicht wieder abstürzt. Ja, das gibt's doch wohl nicht. Es crasht und wir probieren es noch einmal, meine lieben Freunde. Aber anscheinend gibt es da ein Problem. Was natürlich sehr schade ist. Vielleicht muss da doch nochmal was gepatcht werden. Oder es liegt halt wirklich an mir jetzt. Ne? Das kann natürlich auch sein. Wäre aber schon sehr schade. Wenn nicht, muss ich da halt nochmal ein extra Video machen, wo ich es dann nochmal versuche, das Ende auszunehmen. Weil ich gehe mal davon aus, dass es das Ende ist. Sagen wir es mal so. Mal gucken mal. Noch einmal probieren wir es. Wenn es nicht so ist, dann kann ich es nicht ändern. Und würde halt dann das Ende nachreichen, sobald es geht, irgendwie. Was auch immer das Problem ist. Ich weiß es ja nicht. Aber vielleicht könnte ich das ja online lesen. Ja. Fataler Error, ne? Okay. Keine Ahnung, an was das liegt. Bright Memory Infinite Game has crashed. Gut, okay, dann ist es so. Dann mache ich hier erstmal einen Cut. In der Hinsicht, ihr habt ja aber zumindest bis hierhin alles gesehen, was es in Infinite gibt. Und ich werde versuchen, den Rest nochmal nachzureichen in einem zweiten Video. Das wird wahrscheinlich dann kürzer werden, aber ist ja egal. Trotzdem ist es bis hierhin wieder unfassbar gut spielbar. Also mir gefällt der Stil des Spiels, mir gefällt die Art des Spiels, mir gefällt das Gameplay. Dass natürlich jetzt so ein Problem auftritt, ist natürlich nicht geil, das ist ganz klar, das ist auch ziemlich scheiße. Aber es hilft nichts. Ich werde es probieren, vielleicht kann ich auch online mal gucken, vielleicht steht da ja auch irgendwas. Kann ja auch sein, es ist schon bekannt. Ich schaue mir das mal an. Ich hoffe trotzdem, euch hat der Einblick gefallen, ist ja auch eine relativ gute Qualität gewesen jetzt mal. Und wenn ja, dann lasst eine positive Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.